Zack, wieder hoch. Oh, 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 oh. Und wieder runter. Und wieder hoch teleportieren. Kommt alle her, kommt alle her, kommt alle her. Und runter springen. Ja, an sich, geht dir eigentlich. Zack. Ausweichen. Alle herkommen, alle herkommen. Wieder hoch teleportieren. Oh man, irgendwie. Nein, 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 leck, 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 leck. Warum leckt es? Gott. Puh. Jetzt kommen bestimmt gleich wieder Steine runter. Komm runter. Ja, ist gut. So. Und. Ciao. Ja, ist irgendwie nicht schwer. Verdammt. Nur, ja, also schwer ist die überhaupt nicht. Das war ein bisschen so früh. Na egal, hat noch gepasst. Hochgehen. Hauen. Ah, okay, sie verändert ihre Fähigkeiten. Und verwandeln sie sich zurück. Hallo? Ich will, dass sie sich zurück verwandelt. Besser. Ah, okay, da ist einer dabei, der nicht blinkt. Den muss ich wahrscheinlich treffen. Das macht die ganze Sache jetzt ein bisschen interessanter. Die geht jetzt hier hoch, die geht jetzt hier entlang dann. Ah, nicht getroffen. Scheiße. Das heißt, sie kommt. Ja, ich habe genug Leben, um mir hier noch ein bisschen was zu erlauben. Bam! Tot. Nach erfolgreichem Kampf gegen die Königin der Pyramide erhält sie eine weitere Statue. Ja. War nicht schwer. Bis auf die Knochen verbrannt, Wahnsinn. Ich hörte eine Stimme, die aus der Flöte zu mir sprach. Dieselbe Stimme hörte ich bereits im Schlossverlies. Will, ich bin zufrieden mit dir, soweit. Vater? Ich erwarte dich im Turm. Bringe alle 5 Statuen zum Turm. Die 5 Statuen sind das Schicksal der Menschheit. Will, beeile dich. Der Komet nähert sich. Okay. Etwas Schreckliches, von dem wir noch nichts wissen, muss passiert sein. Was soll ich tun? Ich muss zum Turm von Babel, aber dieser liegt auf einer kleinen Insel. Ich hörte, dass Nealanet neues Flugzeug gebaut hat. Ich glaube, er ist in der Wüstenstadt. Lasst uns zu ihm gehen. Chlor! Neal, du willst wirklich zum Turm? Nun gut, ich werde dich mit einem Flugzeug dahin bringen. Danach bringe ich Kara und Erik zum Südkap. Diesmal wird das Flugzeug nicht abstürzen. Hoffe ich. Ja, es wäre zu wünschen.
wie das Flugzeug im Stand dreht. Das ist echt cool. Okay, unsere letzte Bastion, der Turm von Babel. Über Babel. Okay. Wir sind bald da, Will. Sag deinem Vater einen Gruß von mir. Hab Dank. Ich weiß, dass du ein guter Präsident sein wirst. Ich schätze, wir werden uns eine ganze Weile nicht mehr sehen. Wenn du alles erledigt hast, kehre zum Südkap zurück. Das werde ich. Ich bin froh, dass wir alle zusammen gefahren sind. Diese Reise hat jedem etwas gebracht. Lance hat Lily getroffen und seinen Vater gefunden. Neal hat die Firma seiner Eltern übernommen. Kara hat das Leben und die Welt außerhalb des Schlosses kennengelernt. Und ich kann nachts endlich alleine auf die Toilette gehen. Ja, endlich. Kara hat lange nichts gesagt. Ich werde wohl eine ganze Weile nicht mehr sehen. Ich werde mich verabschieden. Ja. Wir sind am Ziel. Vor uns liegt der Turm von Babel. Los geht's, Will. Sitzt dein Fallschirm richtig, dann los. Yay! Ich bin über den Turm von Babel abgesprungen. Yay! Oh, noch ein zweiter Fallschirm. Ja. Ah, verdammt. So. Freedom. Krass. Die Flöte, die mir eins gehört, ist von hier. Ein rotes Juwel, braucht man das überhaupt jetzt noch? Kann man das noch irgendwo abgeben? Bin ja gespannt, wie lange wir den... Ah, okay. Es ist König Edwards Kristallring. Ich dachte, das wäre eine Dekoration, aber es war ein Ring. Es war ein Ring. Wir schauen mal, ich rüste ihn jetzt mal aus. Oder schauen mal, was man mit ihm machen kann. Ich denke, man braucht ihn, um da jetzt durch die Barriere zu kommen. Ja, siehst du. Warte. Wie bist du da durchgekommen? Kara. Ich bin traurig, denn ich spüre, dass wir uns nie wiedersehen werden, wenn wir uns trennen. Kara, wie bist du hierher gekommen? Du kannst nicht hierher kommen, um den Kristallring zu besitzen. Ich habe einen Ring. Er stammt vom Goldschiff der Inkas. Mein Kristallring ist dunkelblau. Der Ring, den du hast, ist hellblau. Es gibt also zwei Kristallringe. Das muss Vorhersehung sein. Ich glaube, wir gehören zusammen. Oh, süß. Komm. Okay, Kara sitzt bei mir. Lauter eine Seele. Das lief so mit in der Sonne. Okay. 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 Die Evolution des Lebens wäre eine Ewigkeit, von Insekt zum Fisch, vom Reptil zum Säugetier. So war der Mensch geboren. Sag das mal der Kirche. Hallo, du sagst gar nichts? Toll. Okay, so. Ich weiß nicht, was ich diesem Turm jetzt machen muss noch an Rätsel. Im Inneren des Turms gelten für die Zeit andere Gesetze. Sie schreitet wie im Fluge voran. Ihr seid keine normalen Sterblichen, deshalb könnt ihr den Turm betreten. In diesem Raum warten Dämonen auf dich. Töte sie, bevor du dich nach oben begibst. Dämonen, was ist hier noch? Noch eine Barriere? Okay, da komme ich nicht durch. Aber da unsere Zeit jetzt dann eben abgelaufen ist, werde ich mich jetzt noch ganz kurz in niemanden verwandeln. Werd ihr speichern. Und jo, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir dann den Turm von Babel hoffentlich besiegen. Oder weiß ich nicht, ob man das besiegen nennen kann. Okay, dann bis morgen. Ciao.